Ja, damit willkommen zurück. Wir bauen jetzt unsere Starterhäuschen hier weiter, die wir für die beiden Damen bauen. Unsere Nachbarn hier hinten. Vielleicht lassen wir die noch hier einziehen oder so, keine Ahnung. So. Ja, wir gucken jetzt nochmal mit dem Dach. Eigentlich wäre so ein dunkles Dach ganz cool. Oder einfach so ein weißes. Wir haben doch hier dieses. Ah, ne, es ist ein Glasdach. Das hier gibt es das in weiß. Wir machen mal weiße Dächer. So ähnlich ist das auch aufgebaut, das was ich gesehen habe. So, und hier würde ich jetzt gern was Holziges reinbauen. Muss mich nur noch entscheiden, was ich hier haben möchte. Ist immer nicht so einfach. Hier Vertäfelung. Doch, das ist nicht schlecht, das nehmen wir. Kann man hier eigentlich dunkler nehmen oder heller oder sowas? Wir können das ja auch so ein bisschen individualisieren, ne? Muss ja nicht alles gleich sein. Nicht schlecht. Dann nehmen wir hier so ein blaues. Und so ein graues. Na, und ich sehe schon, wir müssen hier noch mal nacharbeiten. So. Verdammt. Dann haben wir das nämlich schon mal. Jetzt kommen noch die Eingangstüren. Und so hätte ich auch gern irgendwie sowas hier. Gucken. Ja, wir gehen noch mal aufs Erdgeschoss. Irgendwas, was jetzt zu diesen großen Türen, Fenstern hier passt. Kann natürlich das nehmen. Das gibt es in Schwarz, oder? Perfekt. So. Ja, Keller haben wir nicht. Das bauen wir mal nicht. So, jetzt brauchen wir aber noch so ein irgendwas, was wir hier hinpacken können. Wir könnten auch einfach das hier nehmen. Oder wir nehmen so eine edle. Irgendwas, was edel aussieht. Es könnte auch was Weißes sein. Vielleicht von den weißen Fliesen hier. Eben Farben. Ja, das nehmen wir. Dann malen wir das Dach noch mal an, falls uns die Idee kommt, dass wir noch irgendwie was ändern wollen am Dach. So, innen lassen wir die Fenster mal, damit wir nicht bei dem Nachbarn reinglotzen. Hier müssen wir noch eine Wand entfernen. Und Treppen. Treppen sind ganz wichtig. Ich finde diese offenen Treppen hier auch ganz gut. Wir bauen die mal hier so hin. Können wir nämlich hier eine Wand hinbauen. Können wir nämlich hier die Küche reinbauen. Und hier ein Gäste-WC. Zwar jetzt hier so eine Wand, also so ein Ding im Weg, aber egal. Dann können wir nämlich diese schicke Tür hier nehmen. So. Dann, ja, ein Pool auf jeden Fall. Nehmen wir erstmal ein Geländer. Das hier drin kommt dann auch schwarz. Wobei eigentlich so eine normale Treppe schon geiler wäre, ne? Aber ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Naja, dann haben wir den Wohnbereich, das können wir alles so offen lassen, würde ich sagen.
Und dann schauen wir mal, wie wir das jetzt hier machen. So, wir machen das einmal so. Dann haben wir hier einen Gang in der Mitte. Oder auch nicht vielleicht, ich weiß es nicht. Dann machen wir mal so. Dann können wir hier ein schönes Bad hinbauen vielleicht. Doch, das machen wir mal so. So passt das ganz gut. Dann brauche ich jetzt hier nochmal die Tür hier unten. Perfekt. So, hier gucken sich die Knauf an. Knäufe, wie auch immer. So. Dann brauche ich jetzt nochmal dieses Glasdings hier, aber diesmal in Schwarz. Damit hier auch niemand runterfällt, ne? Sehr schön. So, machen wir das mal etwas grauer fürs Bad. Weil hier das Gästedinger hier. Die Küche. Machen wir das so. Ich mache die jetzt optisch auch ähnlich. Wer sich das downloadet, der kann sich dann ja immer noch umentscheiden, wie er das haben möchte. So, hier haben die natürlich voll Fenster drin, aber was soll's. Wobei wir die Küche bei denen auch hier irgendwo einbauen könnten, aber nee. Ich will das schon so ein bisschen gleichbleibend haben. Mal, wir haben doch hier diese geile Wand. Ja, wir machen mal so ein bisschen grau fürs Bad. Wir können auch erstmal alles anmalen. Wir machen mal so etwas braunere Wände. Moment. Müssen wir das hier nämlich noch ändern? Ach halt. Ich wollte schon da hinten hin, dabei haben wir da gar nichts gebaut. Dann fehlt hier irgendwie noch ein bisschen was. Perfekt. Schön. Oder wir bauen das einfach um mit den Fenstern, aber es ist halt auch doof, weiß ich nicht. Dann ist hier auch dieses Gitter wieder am Weg, ne? Wir machen das mal so. Warum ist jetzt hier so ein Raum? Ist das ganze Fenster weg oder was? Ey. Steigt da mal einer durch. Aber ich glaube, das ist besser, wenn wir die Fenster auch hier hinbauen. Doch, wir machen das mal so mit den Fenstern. Das gefällt mir dann besser. So, das machen wir auch schon mal in der Farbe. Und die Zimmer können wir jetzt so ein bisschen anpassen. Mal schauen, dass wir einfach so in die Zimmer reinbauen, ne? Bin da ja echt leider nicht die kreativste immer, was Wandsachen angeht, muss ich echt gestehen. So, der Büroraum kommt in diesen Farben. Der Schlafraum in dieser Farbe. Und dann haben wir es ja schon. So, ich würde auch gern Teppich verlegen in den Schlafräumen.
der Damen, ne? Deswegen kriegen die jetzt rosa. So. Einen grauen Teppich hier rein. Perfekt. Hier gibt es Holzboden. Ich finde den eigentlich ganz cool hier. Aber irgendwie auch nicht. Weiß ich nicht. Der überzeugt mich nicht so. Wir nehmen mal das hier. Das ist ganz gut. So, kommt der hier noch mit hin. So muss das. Dann brauchen wir Lichter. Lichter sind ja immer überbewertet. Ahaha. So, warte mal, dass wir auch die Mitte treffen, ne? Vielleicht machen wir das hier doch besser zum Schlafbereich. Dann war es ganz elegant getauscht, ist niemandem aufgefallen. So, und hier so ein kleines Büro, weil sonst passt es, glaube ich, mit dem Platz einfach nicht so gut. Das könnte doof sein. Ach so, und dann Lichter im Erdgeschoss wäre auch noch von Vorteil, habe ich gehört. Und einmal da, wo wir reinkommen, im Gästebad natürlich, genau. In der Wand. Klar. Oh, die Küche hätte gerne noch was. Oder machen wir mal hier so in die Mitte. Sehr schön. Und jetzt schauen wir noch mal, was wir so für Wandlicht haben. Was man hier gut anbringen kann. Ja, das auf jeden Fall. Ich frag mich, wer sich sowas ernsthaft hinhängt. Das kann doch nicht schön sein. Ah, das hier war nicht immer ganz cool. So. Dann machen wir das hier auch mal so. Wir haben das doch so ganz hoch gemacht, ne? Ja, haben wir. So. Verdammt. Hier machen wir das auch. So. Dann gucken wir mal, wie wir das mit dem Bad jetzt machen. Ich würde da gerne Badewanne hinpacken. Wie gesagt, ich rüste die jetzt erstmal gleich aus. Wer da was anderes haben möchte, kann das gerne tun. Dann kommt hier auf jeden Fall noch eine Dusche in die Ecke. Ich finde die ja eigentlich ganz cool, die Dusche. Aber leider gibt es die nicht in so schicken Farben. Nehmen wir die hier. So, und dann gibt es natürlich fürs Bad. Ich finde, das Ding passt einfach immer richtig gut hier rein. Kann es natürlich auch hier so in die Ecke. Doch, das hat was, wenn wir das so weit hier ranstellen. Dann gibt es hier noch ein Klo dazu. Ja, ich finde ja, das passt auch einfach immer. Dann, weil ich das Design einfach liebe, der Leuchtespiegel.
Wir müssen mal gucken, dass wir nicht so viel von dem Vermögen von den Frauen mit rübernehmen. Weil wenn die hier einziehen, dann haben die ja schon so ein bisschen Vermögen. Da müssen wir da mal drauf aufpassen. Oh, dann gibt es hier noch das Medizinschränkchen, wie es sich gehört. Dann einen Wäschekorb in die Ecke. So. Also so einen Bademantel kann man jetzt hier noch mit hinhängen, ne? Die Damen. Dann hängen wir die ja noch mit hin. Nee, andere Richtung. So geht's los, ey. So. Dann haben wir nämlich die Bäder erstmal eingerichtet. Und den Rest machen wir dann im nächsten Part. Dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und dann erstmal ciao und bis zum nächsten Part.